Hallo Leute, ein toller Tag für ein Spiel. Macht es dir Spaß, sie anzufeuern, Klein Tom? Das sieht gut aus, Gary. Ach du liebe Güte. Oh oh, das ist nicht gut. Klein Tom, Francis braucht Hilfe. Kannst du deinen Vater holen? Er kann Francis reparieren. Hallo Tom. Klein Tom ist hier. Francis hat einen Fußballunfall. Kannst du ihn zu deiner Werkstatt schleppen? Vielen Dank, Tom. Er ist bei der Schule. Auf geht's. Keine Sorge, Francis. Tom wird sich bei seiner Werkstatt gut um dich kümmern. Wie willst du das Netz runterkriegen? Oh, na das sollte klappen. Super. Gut gemacht, Leute. Yeah, du kannst dich wieder bewegen. Was kommt als nächstes, Tom? Du hast aber eine Menge Reifen. Jetzt bist du wieder der Alte. Und was jetzt? Was liegt denn da? Das ist ja toll, Tom. Noch ein paar andere Ideen, Tom? Was versteckst du denn da, Klein Tom? Oh, das ist aber cool. Ist das für Francis Tür? Vielen Dank für eure Hilfe, Leute. Ihr wart toll. Dann mal zurück zum Spiel. Sehr gut. Auf geht's, Francis. Tschüss, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Schönes Tor, Tao. Oh nein, Sam, alles in Ordnung? Meine Mama. Oh, der war sowieso ein bisschen locker. Gute Idee. Ich bin sicher, Tom, der Abschleppwagen, kann ihn wieder befestigen. Jerry tut es leid. Er wollte gar nicht so hart schießen. Du holst Tom?
Vielen Dank, Jerry. Mama. Tom wird sich in seiner Werkstatt reparieren müssen. Wir müssen los, Klein Tom. Oh, Klein Tom bleibt noch ein Weilchen hier und spielt Fußball? Okay. Mit dem Schraubenschlüssel sollten wir alles wieder festkriegen. Du bist fertig? Das ging schnell. Du möchtest, dass Tom ihn wieder abmontiert? Aber warum? Du möchtest etwas, damit du ein besserer Torwart bist? Wow! Damit würdest du keinen Ball mehr durchlassen. Und, wie wär's? Mama. Alles klar, mach ihn fest, Tom. Stillhalten, Sam. Wow, an dem kommt niemand vorbei. Beeindruckend, nicht wahr? Okay, das nächste Tor entscheidet, Leute. Bereit? Wow, der funktioniert super. Viel Spaß, Leute. Oh, hey, Klein Tom. Du spielst Verstecken mit deinem Vater? Dann findest du besser schnell ein gutes Versteck.
hast recht, Klein Matt. Das war ein Foul. Du solltest nicht so auf den Mann gehen, Frank. Ist schon okay, wenn du versprichst, dass du es nicht noch einmal machst. Jetzt hast du einen Strafstoß, Matt. Du kannst versuchen, ein Tor zu schießen, ohne dass Frank dich hindern darf. Das war toll gehalten, Carrie. Aber du bist gestürzt. Alles in Ordnung? Oh nein, sieht so aus, als hättest du dich verletzt. Wir holen besser Tom, damit er dich repariert. Hey Tom, Carrie hat sich verletzt beim Fußballspielen. Kannst du kommen und ihr helfen? Tom ist hier, um dich zu reparieren, Carrie. Er wird dich in seine Werkstatt schleppen. Tom wird sich dich mal anschauen und den Schaden begutachten. Ist das in Ordnung, Carrie? Das ist richtig. Carries Rad ist kaputt gegangen, als sie vom Ball getroffen wurde. Sieht so aus, als hätte Tom für alle Fälle immer neue Reifen auf Lager. Und was kommt jetzt? Das ist richtig, Tom. Der Kratzer dort ist bestimmt von dem Ball. Du wirst den Kratzer übermalen? Man kann gar nicht sehen, dass dort mal ein Kratzer war. Eine Sache ist noch zu tun. Carries großer Bonbon muss wieder befestigt werden. Aber wie willst du ihn befestigen, Tom? Klebe. Perfekt. Was tust du denn jetzt? Carrie ist repariert. Kriegt sie das, weil sie der Torwart ist? Das ist toll. Vielen Dank für alles, Tom. Carrie ist repariert und bereit fürs nächste Spiel. Du möchtest auch einen, Tom? Jetzt seid ihr beide bereit zum Fußballspielen. Nicht wahr, Tom? Viel Spaß, Leute. Tschüss alle zusammen. Hallo, Walter. Warum siehst du so traurig aus? Du hast niemanden, mit dem du Fußball trainieren kannst? Tom fällt sicher etwas ein, das dir hilft, Walter.
Es ist eine Fußballtrainingsmaschine. Wie klasse. Probieren wir sie aus. Wuhu, unser erstes Tor. Hallo, Jerry. Willst du mitmachen? Sei vorsichtig, Jerry. Passt auf, Jungs. Yeah, das ist super. Yeah, Teamarbeit und ein Tor. Oh nein, Jerry, du hast die Maschine kaputt gemacht. Jungs, hört auf, euch zu streiten. Tom hat die Maschine repariert. Oder vielleicht auch nicht. Oh nein, jetzt ist sie sogar noch mehr kaputt. Tom, du musst etwas unternehmen. Wir müssen diese Maschine aufhalten. Magischer Strahl? Was macht der denn? Wow! Ich kann nicht glauben, was gerade passiert ist. Ich liebe es. Tom? Walter und Jerry sind hungrig. Sieht aus, als hätten sie genug, Tom. Stoppen wir diese Maschine. Ja, sie hat aufgehört. Problem gelöst. Schauen wir mal, ob Walter ein besserer Torwart geworden ist. Gehalten! Klasse gemacht, Walter! Hi, Ben. Du siehst besorgt aus. Was ist los? Sieht aus, als wärst du nicht so gut in Sport. Kannst du ihm helfen, Tom? Was ist das, Tom? Ein nagelneuer Motor, der Ben hilft, auf dem Feld schneller zu sein? Yeah. Brillant! Bist du glücklich, Ben? Zeit, dieses Spiel zu gewinnen. Wow! Ben ist super schnell! Beeindruckend, nicht wahr, Leute?
Nein, nein, das andere Team kann nicht mit dir mithalten. Komm schon, Ben, du schaffst das. Wow, du bist sogar schneller als Jerry. Gute Arbeit, Tom. Schau, wie super Ben ist. Bens Team gewinnt das Spiel. Oh oh, sieht aus, als wären alle erschöpft. Du auch, Jerry? Glaubst du nicht, Bens neuer Motor ist zu gut, Tom? Schau, Bens Motor ist undicht. Hey! Passt auf! Oh no! Bist du okay, Ben? Ihr könnt nicht mehr weiterspielen? Keine Sorge, Ben. Tom findet eine Lösung. An was denkst du, Tom? Eine Pumpe. Gute Idee. Es funktioniert. Du hast es geschafft. Danke, Tom. Das Spiel kann wieder losgehen. Was ist los, Ben? Du kannst mit deinem undichten Motor nicht spielen? Kannst du ihn reparieren, Tom? Geht's dir besser, Ben? Jetzt kann Ben mit seiner vollen Leistung spielen. Oh, es steht unentschieden. Schöner Spielzug, Ben. Gleich ist Schluss. Ja! Siehst du, Ben? Du musst nicht der Schnellste sein, um deinem Team beim Gewinnen zu helfen. Sieht so aus, als hättest du viel zu tun. Das ist richtig, Jerry. Steve hat zu viel zu tun, um zu spielen. Tu es nicht, Jerry. Es ist keine gute Idee, auf einem schlecht vorbereiteten Feld zu spielen. Oh nein! Steve, alles in Ordnung? Du hast den Ball gut gehalten, aber vielleicht sollten wir Tom den Abschleppwagen holen, um dir zu helfen. Hallo Tom. Hallo Klein Tom. Fußball scheint heute sehr beliebt zu sein. Tom, Steve hat Fußball gespielt und hat sich seine Walze gebrochen. Kannst du ihm helfen? Hervorragend.
Tom ist hier, um zu helfen, Steve. Oh. Er wird sich gut um dich kümmern. Tom wird dich gut reparieren, Steve. Mhm. Was kommt als erstes, Tom? Aber natürlich, Steve braucht eine neue Walze. Wofür ist die Klebe, Tom? Um sicherzugehen, dass das Metall auch an der Walze bleibt? Was wird Steve noch besser machen, Tom? Fußballgummi? Fantastisch! Was für eine tolle Idee! Steve, Tom muss deine Walze bekleben. Tom, vergiss nicht auch die Lücken zu füllen. Deine Walze sieht jetzt aus wie ein Fußball, Steve. Tom, vergiss nicht, alles ordentlich zu befestigen. Wir müssen ja auch sicher gehen, dass alles gut hält. Du kannst jetzt zurück an die Arbeit, Steve. Tschüss alle zusammen, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns!